eigentlich der Digitalpakt. Der Digitalpakt ist, finde ich, eine kreative Lösung. Und zwar für das Problem, dass, zumindest in der Breite gesehen, in den meisten der deutschen Schulen und Hochschulen Medien bisher unterrepräsentiert sind. Klar, es gibt sie, die Leuchtturmschulen und die Leuchtturmhochschulen, die Medien ganz selbstverständlich und umfänglich einsetzen. Aber wenn man mal in die Breite schaut, dann ist es häufig so, dass das modernste Gerät irgendein verstaubter Overhead-Projektor ist. Dabei ist es schade. Es gäbe so viele Möglichkeiten, wie man Medien in Schule und Hochschule einsetzen kann. An politischen Absichtserklärungen mangelt es irgendwie auch nicht. Denn wenn man so in die Geschichte schaut, 1995 KMK-Erklärung, 2012 die KMK-Erklärung, bis hin zur 2016 wieder eine KMK-Erklärung, also KMK steht für Kultusministerkonferenz, eine KMK-Erklärung zur Bildung in der digitalen Welt. Relativ versteckt auf Seite 59 findet sich da der Hinweis, dass alle Schülerinnen und Schüler, die bis zum Schuljahr 2018 die Grundschule begonnen haben oder in die Sekundarstufe gewechselt haben, dass die bis zum Ende ihrer Schullaufbahn die Möglichkeit gehabt haben sollen, Medienbildung kennenzulernen im Rahmen ihres Unterrichts, im Rahmen ihrer Schulzeit. Aber wenn man mal in die Schulen schaut, dann fragt man sich, wie soll das eigentlich funktionieren, wenn die meisten Schulen gar nicht über diese Ausstattung verfügen. Und da kommt der Digitalpakt ins Spiel. Und ich sage deswegen kreative Lösung, weil der Bund tatsächlich in diesem Fall erkannt hat, dass das Problem der Ausstattung ein recht alter Streit über mehrere Jahrzehnte zwischen Schulträgern und der Schulaufsicht, also den Ländern, ist. Denn in Deutschland ist es so, dass von wenigen Stadtstaaten abgesehen, es eine Trennung gibt zwischen den Ländern, die entsprechend die Lehrerinnen und Lehrer finanzieren, und den Schulträgern, die für die sächliche Ausstattung aufkommen. Das heißt also, währenddessen die Länder die Lehrerinnen und Lehrer bezahlen und dann entsprechend über die Inhalte bestimmen, also die Inhalte, die in den jeweiligen Fächern gelehrt werden, finanzieren die Schulträger, das sind häufig die Kommunen, Gemeinden, die Kreise, die sächliche Ausstattung und finanzieren Sekretärinnen und Hausmeister. So ist es üblicherweise. Und jetzt kommt der Computer und damit ein Gerät, das irgendwie nicht so ganz zuzuordnen ist. Spätestens beim Thema Lernsoftware wird dann klar, ist das jetzt etwas Sächliches, etwas, was zur Ausstattung gehört, wie ein Tisch, wie eine Tafel? Oder ist das jetzt etwas Inhaltliches? Und damit würde es in die Entscheidung des Landes fallen. Und so passierte es, dass in den letzten Jahren, man muss tatsächlich sagen, auch Jahrzehnten, immer wieder von Seiten der Schulträger mal Geld in die Hand genommen wurden, Computer gekauft, Software gekauft, Infrastrukturen geschaffen, die dann häufig nicht genutzt wurden. Und das hatte unterschiedliche Probleme, nicht zuletzt aber eben auch eine mangelnde Unterstützung der Lehrerinnen und Lehrer. Und so passierte es, dass auch der Schulleitung, und so passierte es, dass dann die angeschafften Geräte häufig in den Kellern so langsam vor sich hin staubten. Vereinzelt gab es dann mal den einen oder anderen Lehrer, der sich ein Herz nahm und der dann die Geräte installierte und dann entsprechend Computerraum aufbaute oder Medienecken einrichtete. Aber das war eher so die Ausnahme. Und diese engagierten Lehrerinnen und Lehrer haben das auch von wenigen Ausnahmen, ganz tollen Ausnahmen mal abgesehen, auch nicht besonders lange gemacht, weil es natürlich enorm viel Arbeit ist und weil sie von Seiten des Landes da wenig Unterstützung bekamen. Also diese Lehrerinnen und Lehrer bekamen, wenn überhaupt, nur wenig Deputatsreduzierung, also wenig Stundenerleichterungen dafür für ihre Arbeit. Insofern war es mehr oder weniger ihr Freizeitvergnügen. Klar, die Länder haben natürlich gesagt, das ist eigentlich die Sache des Schulträgers, nicht unsere Sache. Deswegen finanzieren wir entsprechend der Lehrerin oder dem Lehrer, die sich um die Technik kümmert, keine Deputatsreduzierung, keine Zusatzstunde. Und die Schulträger
haben das natürlich auch nicht besonders lange und besonders gerne mitgemacht, dass sie investiert haben. Man darf auch nicht vergessen, dass es bei diesen Investitionen natürlich auch immer um Steuergelder geht. Wenn diese Investitionen dann irgendwie im Keller der Schule so langsam vor sich hin staubten. Das heißt also, irgendwie musste man dieses Wechselspiel von zugegebener Verantwortung musste man durchbrechen. Und das war die Idee des Digitalpakts. Denn der Bund, also aufgrund des Föderalismus, darf sich der Bund nicht in die Länderangelegenheiten einmischen. Bildung ist Ländersache, wie wir alle wissen. Und insofern gab es die Möglichkeit, über die Finanzierung der Ausstattung, über die Finanzierung der Infrastruktur der Kommunen, den Ländern aufzuerlegen, bitte kümmert euch noch ein bisschen stärker, als ihr es bisher gemacht habt, um die Lehrerinnen-Lehrerbildung. Damit sozusagen auch die Technik, die die Schulträger dann über die Finanzierung des Bundes in die Schulen schaffen, damit die entsprechend auch sinnvoll genutzt werden. Das war der Trick. Also sozusagen die Idee, der Bund finanziert und hilft den Kommunen, hilft den Kreisen, die ja immer, natürlich immer auch gerade im Moment, noch stärker angespannt sind finanziell, als es die Länder oder auch der Bund ist, hilft sozusagen der Bund den Schulträgern, die Geräte zu finanzieren, die Ausstattung, die Infrastruktur, kostet viel Geld. Nicht nur die Ausstattung, sondern auch die Infrastruktur, die Vernetzung, Verkabelung, die dahinter steht, Learning Management Systeme einrichten und so weiter. Und im Gegenzug dazu sollen die Länder sich stärker engagieren in der Lehrerinnen- und Lehrerausbildung und in der Lehrerinnen- und Lehrerfortbildung. Eigentlich eine tolle Sache. Jetzt fragt man sich mit ein bisschen Abstand, der Digitalpakt ist ja jetzt schon seit einiger Zeit, musste eine Grundsatzänderung, es hat sich ein bisschen gezogen entsprechend zeitlich. Die Idee ist schon recht alt und jetzt ist er tatsächlich unterschrieben und man wundert sich ein bisschen, warum immer noch nichts weitergeht. Denn wenn man jetzt in die Schulen schaut, aktuell, immerhin wurde der Digitalpakt schon seit 2 Jahren unterzeichnet, dann ist immer noch nicht so richtig viel passiert. Und das hat etwas damit zu tun, dass der Digitalpakt aus den bisherigen Erfahrungen eben im Umgang mit der Technik, die dann, ich habe es ja schon gesagt, die dann im Keller verstaubte, dass man gesagt hat, jede Schule muss zunächst ein sogenanntes Medienkonzept entwickeln und damit nachweisen, wie sie entsprechend die Technik nutzen wollen. Da frage ich mich dann, das war natürlich sehr aufwendig und da ist natürlich die Frage, wer macht das und wer hat sozusagen auch von den Lehrerinnen und Lehrern die Kompetenz, die Zeit auch, ein solches Konzept zu erstellen. Ich denke, da wäre es tatsächlich sinnvoll, man würde es den Schulen ein bisschen leichter machen, ihnen zunächst einmal die Möglichkeit zu geben, die Ausstattung zu erhalten, Erfahrungen zu sammeln und auf Grundlage dieser Erfahrungen dann das Medienkonzept zu erstellen. Denn auch das muss man ja sagen, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass diese über 40.000 Schulen so unterschiedlich sind, dass sie alle ein unterschiedliches Medienkonzept brauchen. Also man erfindet ja irgendwie das Rad in jeder einzelnen Schule neu. Das ruhig ein bisschen einfacher, ein bisschen weniger kompliziert für die einzelne Schule, dann glaube ich, geht es auch voran mit dem Digitalpakt. Und das würde ich mir wünschen. Denn die Ausstattung ist, das sagen meine Kolleginnen und Kollegen sehr berechtigt immer wieder, ist natürlich nicht alles. Es gehört dann noch viel mehr dazu. Es gehört die Ausbildung dazu, die Fortbildung der Lehrerinnen und Lehrer. Aber die Ausstattung ist erstmal der erste Schritt. Und das ist wichtig. Und in diesem Sinne hoffe ich, dass es mit dem Digitalpakt bald vorangeht. Denn kreativ ist er ja.